Hallo und herzlich willkommen zurück bei Live in the Woods. Und es lebt sich momentan sehr gut in Wutz. Ich denke mal an Schniedelwutz, ich weiß gar nicht warum. So, Thema des Tages, ich habe es gerade eben heimlich schon verraten. Thema des Tages ist natürlich heute auch wieder Le Küche. Die würde ich gerne ausbauen, ich weiß noch nicht genau wie. Ich habe schon ein paar Ansätze dazu. Aber ganz ehrlich, die habe ich auf dem Kopf auch. Viele Ansätze, aber wenig Haare. So, das ist, obwohl, ich darf mich nicht beschweren. Ich habe noch exorbitant viele Haare. Exorbitant. Ich betone das sogar extra. So. Und die Frage ist natürlich, wie machen wir hier weiter? Was habe ich überhaupt alles in der Hose? Ich weiß es gar nicht. Ich nehme auf jeden Fall jetzt erstmal ein bisschen Holz zur Hand, ja, und mache dann hier schon mal die Wand, damit wir gleich loslegen. Und ehrlich gesagt, ich würde euch gerne bei jeder neuen Aufnahme was Neues zeigen in der Vault, aber ich konnte diesmal nichts machen, weil wir Eisen brauchen. Also eine Sache, die heute auf dem Programm stehen wird, ist auf jeden Fall auch das Reisen von Eisen. Also wir müssen, na, ich weiß gar nicht, wie das ist. Übrigens, von oben sieht das scheiße aus. Aber gut, wir sind ja nie oben, außer dass wir hier noch eine weitere Glaswand machen. Denn wir wollen ja hier das Bett noch so hinrichten. Wir machen hier eine richtige Schlummerstadt, sodass wir quasi mit der Sonne aufwachen und mit der Sonne schlafen gehen. Also eins von beiden. Beides geht da, glaube ich, nicht. So, gut. Achso, im Hintergrund hört man übrigens, ne, das Vogelgezwitscher und so. Ich habe Mattmods wieder installiert. Das haben wir damals schon irgendwann drin, vor 30 Milliarden Jahren, ne? Das hört sich jetzt an wie im Anime gerade. Jetzt nicht mehr. Okay, also vorhin. Es hörte sich gerade eben noch an wie im Anime. Und ich möchte es gerne drin behalten, denn ich mag es sehr gerne. Das ist noch wesentlich atmosphärischer. Die Dinger brauche ich noch. Die muss ich noch da drauf sitzen. Und ich brauche eigentlich auch noch Slabbity Slabs. Ich weiß nämlich nicht genau. Ehrlich gesagt, hier möchte ich fast... möchte hier fast das noch wegreißen und nochmal weiß hinmachen. 23 haben wir noch davon. Die tue ich mir mal ganz kurz wieder in der Hand. So. Das Lustigste an Matmos-Mod, muss ich übrigens sagen, ist, wenn man hinfällt. Das ist das Lustigste. Da werde ich mich nie dran gewöhnen. Glaube ich. Werde ich gleich mal zeigen. Also hier die Sachen, wenn man die aus der Tasche holt. Oh nein. Warte. Wo ist es hin? Da. Das habe ich vergessen. Wir haben da offenbar normale... Ach so, das habe ich gemacht, glaube ich, wegen Deckenlicht, oder? Ich weiß es gar nicht. So, ich mache hier nochmal ein bisschen ein Traum in Weiß. Diese Küche ist ein Traum in Weiß. Ich hoffe, das wird funktionieren. Ja, sieht ein bisschen besser aus. Hier oben die Ecke, die kriege ich noch nicht weg, weil da dieser komische Knubbelhaken ist. Da müssen wir mal ganz kurz gucken. Oh nö. Warum? Warum? Die Küche ist so schön weiß und jetzt ist es so dunkel. So. Jedenfalls mit dem... Mangrovenholz, ne? Man grooven. Ich finde das so geil. Man, lass mal Grovenholz. Mit dem Mangrovenholz würde ich gerne eine Sache machen, bevor ich die vergesse, dass ich die zu machen habe. Kitchen Sink wäre auch geil. Ich habe hier leider keine Rezepte. Ich würde so gerne einfach die Rezepte hier mitnehmen. Oder einfach sagen, komm, Kitchen Sink. Aha, 64 Stück. Die ziehe ich mir ins Inventar. Geht leider nicht. Wäre schön gewesen, aber funktioniert nicht so ganz. Was ich aber mache, ist auf jeden Fall die guten Mangroven-Dinger. Diese hier. 2x2. Natürlich wieder. Und dazu brauchen wir Slabbity Slabs und natürlich Chests. Und, ich habe wirklich eine sehr ausgeprägte Chest. Ja, möchte ich mal ganz kurz sagen. Ich habe eine sehr ausgeprägte Chest. Das heißt ja auf Deutsch Brustkasten. Ja, und deswegen, wir brauchen ein paar Brustkästen. Jeder mag Brüste und entsprechende Kästen. Deswegen war auch Erich Kästner so beliebt. So. Deswegen war auch Erich Kästner so beliebt. So, wir haben... Ah ne, Mangrove. Das ist Mangrove. Und wir brauchen auf jeden Fall Mangrovenholz. Wir brauchen Mangrovenholz. Und ich würde sagen, für Mangrovenholz brauchen wir Mangroven-Saplings. Ich habe das ehrlich gesagt, ne, habe ich schon mal... Irgendwas rappelt hier. Achso, das ist, glaube ich, die Mod. So, habe ich das rausgenommen? Nee, ne? Doch, 5 Stück habe ich jetzt rausgenommen. Hier, Mangrove. Und die muss ich jetzt leider, muss ich erstmal einpflanzen. Das Blöde ist nur... Scheißwetter. Okay, ich brauche Sand. Halt, ich brauche Sand. Mangroven pflanzt man nur auf Sand. Und ich habe ja versprochen, in der letzten Aufnahme, ich kümmere mich drum und guck mal, wie man die am besten anpflanzt, damit die uns nicht Landschaft zerreißen, denn Mangroven wachsen immer in die Erde rein. In die Erde nein. Und deswegen brauchen wir, ein bisschen Erde werden wir auch brauchen. Nicht so viel. 64. Und ich nehme, wie viel haben wir denn hier? 40. Ding, 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 ding. Hallo?
Oh, jetzt hab ich Gravel mitgenommen. Okay, das Gravel kann weg. Hier. So, ich brauche nur Sand. Ich lasse auf jeden Fall einen Sand drin. Wie viel haben wir jetzt? Barbara Einsand, kennst du vielleicht? Das ist die Schwester von der Streisand. Okay, jetzt reicht's aber. So. Ich wollte gerade... Mangroven brauchen wir. Wir brauchen auch Erde. Kartoffeln brauchen wir gerade nicht. Deswegen nehme ich mir mal die Mangroven. Und jetzt müssen wir leider rausgehen. Leider ins scheiß Wetter. Das Blöde ist, ich kann nicht schlafen. Ich würde gerne natürlich schlafen, damit das Wetter wieder besser wird. Aber es hilft nichts. Obwohl, der Mond geht gerade auf, glaube ich. Kann ich schlafen? Ich gehe mal ganz kurz... Ich gehe schlafen und träume von Barbara. Also Streisand, nicht Salisch. Ja, ich möchte das... Oh, bin ich falsch. Da möchte ich mal ganz deutliche Unterschiede machen. Also, wenn du die Wahl hättest. Barbara Salisch oder Barbara Streisand? Mit wem wärst du lieber im Bett? Auch als Frau? Auch als Frau gilt die Farbe. Die Frage. So. Und das Wetter... Wetter wieder schön. Ah, ist das schön. Ein Träumchen. So, hier oben ist natürlich noch alles sehr unfertig, ja? Es gab früher ein Spiel, das hieß Eric the Unready. Das war so ein Adventure-Game. Und heute weiß ich, ich kann mich damit identifizieren. Erik der Unfertige, das passt auf jeden Fall. So, das passt sehr, sehr gut. Okay, ich wollte Mangrovenbäumchen. Jo, Junge, Mangroven! Pass auf, damit wir nicht so lange warten müssen. Bevor ich jetzt losgehe, damit wir nicht so lange warten müssen, ich mache nochmal ganz kurz eine Sache. Eine Sache mache ich noch. Pass auf. Wir gönnen uns heute mal richtig. Hier, ne? Also ein bisschen Knochenmehl. Können wir auch machen. Wie viel haben wir denn? Bone Meal 35. Flup, flup, flup. Dann müssen wir nicht so lange warten. So. Gut. Ach, Barbara. Die geile Barbara. Wo war denn das nochmal? Oder ich weiß es gar nicht. Ich glaube, als Kind, als ich klein war, ne? Als ich klein war, also letzte Woche, habe ich immer so Kassetten aufgenommen. So ganz komische Hörspiele und lalala. Und ich weiß, ich glaube, das habe ich aus so einem alten Witzebuch. Immer mit diesem, wenn man Barbara ganz schnell hintereinander sagt, dann kommt Rhabarber draus. Das, ich erinnere mich noch, dass ich sowas mal gemacht habe. So. Oh, hast du gerade gehört? Okay, jetzt noch ganz kurz gucken. Wir brauchen Dütte hier auch noch. Den Schissel brauchen wir gerade nicht. Und komme ich da dran? Ich glaube, ich komme nicht dran. Ich komme überhaupt nicht dran. Okay. Aber ich kann noch springen, oder? Aua. So sieht das ganze Stück dann aus. Und deswegen habe ich ihn hochgebaut. Nee, das war, wenn man Rhabarber... Doch, wenn man Rhabarber, dann kommt Barbara raus. Ne? Wollte ich nur mal kurz sagen. So. Ein Thema, was ich mir übrigens für heute vorgemerkt hatte, tatsächlich, auch wenn es inzwischen schon sehr unaktuell ist, weil ich natürlich leider nicht ganz so aktuell spielen kann. So, warte, ganz kurz. So. Ein Thema, was ich mir für heute vorgemerkt hatte... Kann ich? Okay, das war knapp, aber wir haben es überlebt. Ein Thema, was ich mir vorgemerkt hatte, war tatsächlich natürlich Vera Gate. Hieß das Vera Gate oder Vera Fake? Nicht Vera Gate, sondern Vera Fake. Das war ein Thema... Es mag inzwischen schon wieder outdated sein, weil ich die Folge ja natürlich ein paar Tage vorher aufnehme. Irgendwie eine Woche oder so, keine Ahnung. So, aber ich wollte ganz kurz auch noch meine 2 Cent natürlich dazu wieder rausgeben... Auch wenn die niemanden interessieren. Ist übrigens ganz cool, ne? Mit den Mangroven und so. Das funktioniert ganz gut. So. Ich würde sagen, hier müsste noch hinpassen. 2, 3, 4. So. Und, was ich persönlich daran... Es gibt mehrere Punkte, die mich daran stören, muss ich zugeben, ne? Also der Böhmermann, geiler Job. Natürlich wieder... Aua. Der kriegt immer aufs Maul. Auf jeden Fall ein sehr geiler Job. Ich habe natürlich auch sehr hart gefeiert, wie wahrscheinlich alle anderen auch. Aber es gibt eine Sache, die muss ich sagen, die stört mich daran. So, es gibt eine Sache, die stört mich daran, muss ich zugeben, oder zwei sogar, denn, sind wir mal ehrlich, das ganze Thema war schon viel früher bekannt.
Das war schon viel früher bekannt. Das wusste man. Ich erinnere mich an Fernsehkritik TV, die hatten, glaube ich, auch eine Kandidatin, hatten die, glaube ich, so im Interview. Ich weiß gar nicht, ob das jetzt Schwiegertochter gesucht war oder ich glaube, es war die Supernanny und sowas. Wo die halt auch schon alles aufgedeckt haben, bla bla bla, wo die alles gesagt hat, was sie nicht hätte sagen dürfen und so weiter und so fort. Das heißt, das sind Themen, die bekannt waren. Das sind Themen, die auf jeden Fall bekannt sind. Die sind nicht neu. Und ganz ehrlich, als Zuschauer, wenn man so ein bisschen sein Hirn einschaltet, dann weiß man das auch vorher schon. Ne? Und eine Landesmedienanstalt, die sich jetzt einschaltet, du kannst mir noch nicht erzählen, dass die das vorher nicht gewusst haben. Die sitzen noch nicht, also ganz ehrlich, das ist eine Landesmedienanstalt. Die müssen noch, oder? Die müssen noch wissen, dass es da nicht mit rechten Dingen zugeht. Sogar als Zuschauer weiß man das einigermaßen. Ich habe übrigens leider nur... Scheiße, ich brauche noch mehr Eisen. Aber ich wollte erstmal nur eine Axt mitnehmen. So. Ne, deswegen, das wundert mich so ein bisschen. Und jetzt wird sich eingeschaltet auf einmal. Jetzt wird sich auch in die Verträge von RTL eingeschaltet. Warum nicht vorher? Wenn man sowieso weiß, da läuft doch irgendwas aus dem Ruder. Da werden Leute verarscht, da werden Leute vorgeführt. Fette Leute, die teilnehmen. Ich sage bewusst fette Leute, weil RTL sich bewusst fette Leute auswählt. Außerdem darf ich das sagen, weil ich mich da selber mit einschließe, ob dir das gefällt oder nicht. So, jedenfalls werden da immer vorgeführt. Das ist einfach eine Sendung, die lebt dazu, Leute vorzuführen vor einem Millionenpublikum. Warum wird da erst jetzt eingeschritten? Verstehe ich nicht. Das verstehe ich nicht. Und ein weiteres Ding. Leider das Einzige, was passieren wird. RTL wird sagen... Oh, ach so, das wussten wir ja gar nicht. Was ist denn hier los? Was macht denn die Redaktion von Schwiegertochter? Das passt aber überhaupt nicht unsere Programmrichtlinien. Da werden sofort alle entfernt. Es kommt ein neues Produzententeam hin. Die ganze Scheiße geht einfach weiter. So, oder es wird abgesetzt und dann kommt irgendwie wieder sowas wie Bauer sucht Frau oder bla bla bla. Und wieder geht der ganze Scheiß von vorne los. Und sind wir mal ehrlich, die Vera, ne? Die Vera? Es könnte natürlich sein, dass die Vera, und wir hatten das Thema schon öfter im alten Minecraft-Let's Play schon, so lange ist das Thema nämlich schon aktuell, dass die Vera in Wien gerne bei diesen komischen Vorführformaten einfach mitmacht, wo sie dann die Messis vorführt, wo dann angeblich diese komischen Kinderzimmer sind, wo alles mit Scheiße beschmiert ist, wo sie dann rumspringt, Fäkalien, das hatten wir alles vor Jahren schon bei Minecraft. Und ganz ehrlich, das ist schon so lange her, das ist so lange bekannt, und auf einmal sagen alle, huch, was ist denn da los? Das wusste man schon. Warum erst jetzt? Das verstehe ich halt nicht. Das ist so ein bisschen Scheinheiligkeit, die da irgendwie, weißt du, was ich meine? So, raff ich einfach nicht. Huch, nein, komme ich da noch hoch? Ich komme da nicht mehr hoch, scheiße. Der ist sehr gut gewachsen hier, der Baum. Kann ich hier vielleicht? Ja, das geht. So. Also ich find's ein bisschen komisch. Und ganz ehrlich, das Schlimme ist nicht, dass RTL das zulässt, auch wenn jetzt alle RTL bashen. Es ist im Grunde genommen, alle regen sich momentan über YouTube-Videos, YouTube-Thumbnails, lalala, ne, und so, regen sich gerade alle drüber auf. Das Problem ist aber nicht, dass Leute das machen. Das Problem ist nur, dass es funktioniert. Dass sowas eben funktioniert. Da können sich alle drüber aufregen, solange es eben die Nachfrage danach gibt und solange die Nachfrage funktioniert, wird es gemacht. Leute gucken sich gerne Schwiegertochter gesucht an. Leute klicken gerne auf Titten-Thumbnails. Lass es egal. Die Ursache ist doch scheißegal. Die Ursache ist kackegal. Es ist einfach so, solange das weiterhin so ist, wird sich auch nichts daran ändern. Und da liegt das eigentliche Problem. Dass RTL sagt böse, böse, dass man jetzt irgendwie so einen kleinen Aufschrei hat, das wird einfach nichts ändern. So, also bin ich ganz ehrlich. Ich will ja jetzt nicht... Ne, als Pessimist klingen, aber ich möchte auch nicht einfach in das Horn mit reinschreien, wo alle jetzt irgendwie, RTL, weil das ist nichts Neues. Was ich ein bisschen schade fand, ehrlich gesagt, ich fand die Aktion großartig, was ich ein bisschen schade fand, war, dass die Kamera von dem Robin, ne, dass die Kamera von dem Robin nur in diesem einen Zimmerchen da war. Die waren nicht mit unterwegs oder sonst irgendwas und haben dann sonst irgendwelche Secrets aufgenommen, sondern die war ja wirklich nur in diesem, ne, die versteckte Kamera da. Das war ja das Einzige. Das ist ein bisschen schade. Da hätte ich mir mehr gewünscht, aber vielleicht ging das nicht, weil wenn RTL dich ja mitnimmt irgendwie, Robin, komm ran, wir machen heute einen Ausflug, dann kannst du da nicht mit versteckten Kameras agieren, weil vielleicht sieht RTL das oder sonst irgendwer. Das war ein bisschen schade. Da hat man sich mehr gewünscht. So. Kannst du mal kurz sagen, was du da machst? Ich sammle gerade, das ist eine gute Frage, ich sammle gerade Mangrovenholz. Weißes Mangrovenholz. Da haben wir jetzt ein bisschen was von und jetzt warte ich nur ganz kurz, dass hier
weitere Mangroven-Saplings runterfallen. Wir haben 4, wir haben 5 investiert und haben 4 zurückbekommen. Das ist leider nicht so viel. Ich hätte übrigens die Heckenschere mitnehmen sollen. Achso, das ist er. Oh nein, da ist noch ein Holz drin. Warte mal. Okay, hier passiert ja gar nichts dann. Deswegen rieselt da nichts runter. Upsi. So, und hier? Nein! Was? Oh! Oh, das gibt's doch nicht. Ich bin so ein Bob. Ich bin so ein Bob. So. Auf eine Sache freue ich mich aber schon. Ich weiß nicht, wenn diese Folge rauskommt, ob es dann schon soweit ist. Ich freue mich schon auf den Tag, an dem die Witze aufhören mit... Da hat bestimmt Jan Böhmermann jemanden eingeschleust. Ich freue mich, wenn die Witze vorbei sind, weil das ist jetzt momentan überall. Das ist gar nicht meine Mutter. Diese Frau hat Jan Böhmermann eingeschleust. Ja. Es ist so traurig. Manche Witze machen mich traurig. Da möchte ich weinen. So. Okay, komm runter jetzt. Ich hoffe, da kommt jetzt alles runtergezwiebelt. Ich habe leider über was vergessen. Tut mir leid, ich bin leider Low Bob. Aber ich bin gar nicht Gronk. Jan Böhmermann hat mich eingeschleust. So. Jedenfalls, so. Da ist, guck mal, da ist noch ein Sapling. Komm runter, du Arsch. Na also. Ich könnte jetzt auch schlafen gehen, ehrlich gesagt. Ich könnte auch schlafen gehen und dann vielleicht am nächsten Tag einfach mal. Ich glaube, ich gehe mal schlafen. Wir gehen ja später. Oh, jetzt haben wir 8 Saplings. Okay. Reicht auf jeden Fall. Wir haben auf jeden Fall mehr Saplings zurückbekommen, als wir investiert haben. Das reicht mir schon. So. Okay. Oh, weitermachen. Die Sonne geht unter. Ein erfolgreicher Tag geht zu Ende. Boah. Alter, wieder einfach fett gegen die Tür plumps jedes Mal. Das Bett steht jetzt ganz oben, ne? Hier ist noch nicht fertig übrigens. Ist bestimmt noch nicht aufgefallen. So. Ich werde momentan auch oft gefragt nach dem Eurovision Song Contest. Ich gebe zu, ich habe ihn überhaupt nicht geguckt. Es gibt wenig, was mich weniger interessiert. Ne, kann man mal machen, so als Entertainment, so nebenbei. Aber ehrlich gesagt, ich bin da überhaupt nicht drin. Scheiße, wir brauchen noch Chests. Okay, wie viele Chests brauchen wir? Wie viele haben wir denn noch auf Lager? Wie viele Chests haben wir? 12. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ja, 7, 8. Ich glaube, das wird... Haben wir 8? 8. Ich glaube, das wird reichen. Ich komme gleich zu dem Thema, ja. Ich muss mich mental darauf vorbereiten. Das ist immer schwierig, ja. Denn wir Künstler müssen uns mental darauf vorbereiten. Das heißt, wir müssen harte Drogen nehmen. So, warte mal. Ich nehme mal hier ganz kurz 6. Döp, döp, döp. 24 werden bestimmt reichen. Achso, wir haben ja eh noch... Ach, wir haben noch welche. Easy. So. Okay. Dann würde ich sagen... Mangrovendravers. Ich glaube, wir brauchen nur 4. Erstmal nur 4. Hab ich. Okay. Und die 4. Ja, das ist jetzt natürlich erstaunlich. Man wundert sich. Der Fachmann staunt der Laie, wundert sich. Die setzen wir da hin und können dann da nämlich schon mal Sachen einlagern. Da ist natürlich ein Traum. Es gibt noch eine Sache, die ich machen wollte. Ja. Es gibt noch eine Sache, die ich machen wollte. Ich wollte hier natürlich noch weiterbauen. Ich muss hier noch weiterbauen. Zwingt dich jemand? Ja, das Schicksal. Ich baue gerne, ich bin eben ein Bauer. So, Bauer sucht Frau. Auf jeden Fall, Also ich kann jetzt nicht großartig mitreden beim Eurovision Song Contest. Ich kann da nicht großartig mitreden, denn wie gesagt, ich habe es nicht verfolgt. Ich kann es jetzt nur bedingt wiedergeben. Und was ich wiedergeben kann, ist natürlich auch, was in der eigenen Timeline passiert auf Fatzebuch. Und Facebook ist für mich inzwischen... Oh, ich weiß gar nicht, wie ich es ausdrücken soll. Facebook ist für mich inzwischen ein Tummelplatz der Debilität. Ich weiß nicht warum. Da ist so viel Grenzdebiles. Da ist so viel, wo ich mir denke, Alter... Es ist so, oh. Und dann sehe ich jetzt überall, ich weiß nicht genau warum, vielleicht, ne, am Freundeskreis kannst du liegen. Achso, ich habe das, glaube ich, falsch gemacht.
oder? Ja, ich hab's, glaube ich, falsch gemacht. Ich bin mir nicht sicher. Ja, ja, ja. Auf jeden Fall. Auf Facebook jetzt halt überall. Ja, der Eurovision Song Contest, dass Deutschland da auf dem letzten Platz ist, das liegt natürlich daran, dass das alles politisch motiviert ist. Denn die Ausländer hassen Deutschland. Mhm. Ach so. Ich dachte, es wäre umgekehrt. Ich bin mir da jetzt gar nicht so sicher momentan, denn zufällig sind es die Leute, ne, das sind genau die Leute, die auch entsprechende, naja, andere Sachen natürlich bei sich in der Timeline stehen haben. Zum Beispiel, was sich in Deutschland so verändern muss. Ne, da muss ich, in Deutschland muss ich so viel verändern. Also ganz ehrlich, ich komme mit den ganzen Änderungen gar nicht hinterher. Das ist, ist so schwierig. Ich bin alt. Ich kann diese ganzen Änderungen kann ich gar nicht mitmachen. Das überfordert mein Intellekt, was die alles in Deutschland ändern wollen. Meine Güte, das fängt ja bei der D-Mark erst an. So, Also, und es sind tatsächlich die Leute, ne, die dann immer sagen, lalala, und die denken dann, dass die bösen Ausländer, die Ausländer haben den Eurovision Song Contest manipuliert. Und wenn es einen Grund gibt, warum sie das tun sollten, dann seid ihr der Grund, weil ihr so scheiße seid und den ganzen Tag so eine Scheiße von euch gibt. Ganz ehrlich, den würde ich auch manipulieren. Ich will meine Augen manipulieren, dass ich den Scheiß nicht mehr lesen muss. Warum kann niemand meine Augen manipulieren? Die Politik hat deine Augen manipuliert, dass du auf Facebook nur noch sowas liest. Ja. So, warte mal, kann ich das? Jo, das geht. Habe ich das hier auch über... Habe ich hier nicht gemacht? Da habe ich die normalen... Nee, das war falsch, oder? War das falsch? War das falsch? Ich weiß es gar nicht. So, warte mal. Obwohl, sieht auch ganz cool aus so, oder? Wenn man das da so direkt dran steckt. Sieht eigentlich cool aus. Das mache ich da auch. Mache ich auf der anderen Seite auch. So, auf jeden Fall, ich kann nichts dazu sagen. Ich weiß nicht, wie die Qualität der deutschen Dame war. Ich habe auch entsprechendes gelesen, dass sie wohl nicht so gut performt haben soll. Ich weiß es nicht. Ich kann dazu wirklich gar nichts sagen. Ich habe nur mitbekommen, dass es immer diese eine Riege ist, die entsprechend in diese Kerbe haut. Und das finde ich so ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Hätte ich das Glas machen sollen? Nee, ne? Oder vielleicht... Nee, warte. Pass auf. Die Geräusche sind so geil. Das ist ein Träumchen. So, hier haben wir noch 7,48. Ich mach nochmal ganz kurz hier. Ja, weiß ich nicht. Also ich muss zugeben, Eurovision Song Contest, ich guck das schon länger nicht mehr. Also, ne, mag ja Spaß machen irgendwie, aber ja. Und manche Leute, ich glaube, manche Leute vergessen immer noch, dass es ja eigentlich ein freundschaftliches Event sein soll. Deswegen, nun ja. Da mache ich genau das gleiche Geräusch, was der Herr Minecraft-Protagonist macht. Wenn ich das lese, dann denke ich mir nur... So, und jetzt versuche ich mal ganz kurz... Ich weiß nicht, ob es funktionieren wird. Ich mache das mal von oben. So. Okay. Oh, warte mal ganz kurz. Eine Sache muss ich eben noch mal ganz kurz machen. So. Zack. Gut. Musste mich mal um was kümmern. Die gleichen Leute sind es übrigens immer, die einem den Mund verbieten wollen. Das finde ich auch mal ganz spannend, wenn Leute einem den Mund verbieten wollen. Du darfst damit nicht mitreden. So. Du darfst keine Beobachtungen haben in dieser Richtung. Du darfst nicht deinen Kopf benutzen. Das ist nämlich schädlich für Deutschland. Benutze nicht deinen Kopf. So. Benutze doch einfach einen anderen Kopf. Das spart dir Ressourcen im Kopf. So, das geht, ne? Das kann man echt so machen. Ist jetzt natürlich alles ein bisschen umständlich und ich muss leider fizzeln immer so ein bisschen. Das ist so ein bisschen, als würde ich pixeln die ganze Zeit. Oh, warte. Einen muss ich auch noch... Da ist auch wieder so ein Kollege. So. Okay, gut. So. Okay, ich glaube, das geht hier. Ein bisschen... Ist es im Spiel? Ich höre gerade... Ich glaube, das ist ja vom Fenster gerade. Vor dem Fenster weint jemand. Ich glaube, jemand ist hingefallen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, ein Nachbarskind hat ein paar Dauts gemacht. So, okay, jetzt müssen wir natürlich gucken, wo bauen wir hier weiter. Ich würde sagen, das Ding braucht auch noch eine Hinterwand. Ich weiß gar nicht genau, ob man das gerade gehört hat.
Ich weiß gar nicht genau, ob man das gerade im Hintergrund gehört hat. Der Nachbar hat gerade das Kind weggetragen. Ne, neue Nachbarn und die haben Kinder. Und das war gerade eben, ich muss zugeben, das hört sich doof an, das war ein bisschen gruselig. Das war ein bisschen gruselig, weil, ne, wenn plötzlich, du sitzt hier irgendwie, hier unten im Kabuff und plötzlich hast du so Kinder weinen und das war gruselig. Muss ich zugeben. Hatte ich Angst. So. Man rechnet ja nicht damit. Okay, ich mach mal ganz kurz, ich würde sagen, hier machen wir nochmal ganz normal Holz hin, oder? Ich weiß noch gar nicht. Da können wir kein normales Holz hin machen, da kommt wieder so eine Wand hin. Hier machen wir normales Holz hin. Leider brauchen wir davon noch eine Menge mehr. So. Hilfe. Haben wir überhaupt noch genug Holz, frage ich mich. Ich muss jetzt mal ein bisschen konzentrierter. Ich muss mal ganz kurz ein bisschen konzentrierter arbeiten. Ich quatsche gerade zu viel und mache zu wenig. Okay, Oakwood Slab, 13. 13 Planks nur noch und Saplings haben wir eine Menge. Okay, weißt du was? Ich gehe nochmal ganz kurz Holz anpflanzen. Wir brauchen auf jeden Fall noch eine Menge Holz. Es hilft nichts. Und wir haben ja die Zeit. So, wir haben ja die Zeit. Wir können eine Menge machen. Ich will oben auf jeden Fall ein bisschen weiterbauen. Ich will die Küche irgendwie, na, zumindest ansatzweise fertig kriegen. Ich weiß nicht genau, ob wir sie ganz fertig kriegen. Hier haben wir wieder ein bisschen Holz, ne? Aber wir pflanzen schon wieder Neues an. Ein. An. Ich hab schon wieder das Ding vergessen. Ich muss die Sense mitnehmen. Ärgerlich. Ich habe die Sense vergessen. Ich wäre der schlechteste Tod überhaupt. Ne? Also Gevatter Tod kommt ja immer mit der Sense an und durchtrennt den Seelenfaden. Wenn ich Gevatter Tod wäre, ich glaube, das mit dem Seelenfaden wäre problematisch. Ich müsste ihn dann immer mit der Hand zerreißen. Wie so einen alten Faden, der nach 2 Tagen aus dem neuen H&M-Pulli hängt. Das ist so. Kennst du das? Kaufst du bei H&M? Ne? Irgendwie so ein Pulli oder ein Shirt und denkst dir, oh ja, ja, okay, ja, für den Preis nehme ich das mal mit. Und dann 2 Tage später hängt da schon der erste Faden raus. Immer. Wirklich immer. Ich weiß nicht genau warum. Ich weiß, ob die es so eingebaut haben. So ein Timer irgendwie so hochtechnisiert mit Nanobots. Irgendwie if Tage größer 2, Senfaden hängen raus. Immer. Grundsätzlich. So, verstehe ich nicht. Das muss irgendwie, also das ist doch genauso gemacht, genau wie mit Glühbirnen, die früher ja ewig gehalten haben. Und dann wurde es ja von der Industrie so eingebaut. Illuminati! Nein, dann wurde es ja extra eingebaut, dass Glühbirnen nur so und so lange halten. Und bei technischen Geräten glaube ich auch inzwischen. Da glaube ich ganz fest dran, dass es so ist. Da ist glaube ich ganz fest dran. Stell dir mal vor, Indiana Jones. Ne, Indiana Jones hätte seine Peitsche bei H&M gekauft. Der wäre doch im ersten Film gleich tot gewesen. Bei der ersten Schlucht, der schwingt die Peitsche und dann hängt da so ein Faden raus und dann siehst du nur, wie so eine alte Treppe, wo er rübergeht. Sonst löst sich das langsam in Wohlgefallen auf. Da wäre das ganze Franchise wäre doch im Arsch. Tot. Das wäre scheiße. So, wollte ich nur mal ganz kurz sagen. Und dann ärgern sich Leute, wenn sie dann, sag ich mal, ne, wenn Leute kaufen gerne günstig. Verstehe ich auch gut. Schnäppchen sind super. Aber dann ärgern sie sich natürlich, wenn nach 2 Tagen, oder wundern sich, oder so, wenn nach 2 Tagen die Naht draußen ist. Wobei ich sagen muss, bei H&M ist das für mich kein Ärgern. Bei H&M ist das fast schon eine Wette. So, das ist Erwartungshaltung. Es ist übrigens sehr dunkel. Für mich auch. Oh. So. Okay. Bei Glühbirnen wurde der Draht dünner gemacht. Interessant. Ich weiß nicht genau, wie sie es gemacht haben, aber Draht dünner, damit die schneller durchbrennen, verstehe ich. Hast ja wahrscheinlich auch weniger Materialkosten, Spaß also auf der einen Seite, auf der anderen Seite müssen Leute sich schneller wieder Lampen holen, weil ganz ehrlich, was bringt dir denn ein technisches Gerät, wenn jemand das für immer hat? Naja, dann kaufen die Leute das einmal oder eine Glühbirne wird dann einmal gekauft und dann nie wieder. Das bringt dir doch gar nichts. Das bringt dir doch gar nichts. So, auf jeden Fall, es muss sich ja irgendwie auflösen. Wobei, bei der Mode ist es eh ganz komisch geworden. Früher, ich fange schon wieder mit früher an. Oh, ich hau die Tür mal auf. Ich bin so alt, früher war das so. Nee, ganz ehrlich, früher war das so, es gab Frühlingsmode, es gab Sommermode, es gab Herbstmode, es gab Wintermode. Es gab pro Jahr 4 Moden. Ja, 4 Moden. Und das war's.
Heutzutage, Alter, ich habe das Gefühl, heutzutage wechselt die Mode einfach jeden Monat. Es gibt immer wieder irgendwas, la 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 la, und natürlich nicht neue Mode, sondern da sind plötzlich die 70er wieder in. Dann sind die 70er schon wieder vorbei, dann sind die 80er wieder in. Sind die 80er wieder vorbei, dann sind die 90er Mode wieder in. Und dann auf einmal eine andere Mode, und dann noch so eine Mode, und so eine Mode, und so eine Mode. Und das musst du kaufen, 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 kaufen. Und dann hast du den Schrank einfach voll mit Scheiße, die du nicht tragen kannst, weil alles wieder unmodern ist. Es ist einfach, oder du musst warten, ne, du musst warten, bis es vielleicht wieder modern ist. Aber da, natürlich sind die Abstände dazwischen dementsprechend auch. Das ist ganz furchtbar gewesen. Ist ganz furchtbar nicht gewesen, ist ganz furchtbar inzwischen. Boah, das ist, weiß ich nicht. Und wenn es an mir ginge, dann müssten die Leute sich sowieso alle anziehen. Ne, wenn es an mir ginge, müssten sich Leute einfach grundsätzlich anziehen, wie in den, was waren das, 40er Jahren? Weiß ich nicht. 20er Jahren, 30er Jahren, 40er Jahren, weiß ich gar nicht. Jedenfalls einfach, ne, schön klassisch. Die Männer mit Hüten, die Damen mit, ich weiß nicht, toupierten Frisuren wahrscheinlich nicht, aber weißt du schon. Das ist so eine zeitlose Mode. Das ist wirklich die einzige zeitlose Mode, die immer gut aussieht. Hm. Obwohl ich mir jetzt nicht so eine... Ich würde mir jetzt nicht so eine Grease- oder Tunnel Snakes Gedenkfrisur machen. Wenn du weißt, was ich meine. Also hier so schmalzige, so eine schmalzige Fettlocke muss nicht unbedingt sein. 20er Jahre. Okay, lass es die 20er Jahre gewesen sein. Auf jeden Fall sowas. Das ist auf jeden Fall sehr cool. So, manchmal höre ich ja komische Geräusche. Entweder bin ich das selbst oder irgendwas hier in der Nähe. Ich bin mir nicht sicher. Gut, damals durften Frauen keine Hosen tragen, aber das ist doch egal. Das dürfen die natürlich schon. Man kann es ja schon anpassen auf die heutige Zeit. Also Frauen dürfen Hosen tragen und meinetwegen auch anhaben, wie sie fröhlich sind. Ne? Also anhaben... Weißt du schon, im weitestgehenden Sinn. Ist es nicht auch so, früher hieß es ja immer, ob es so war, weiß ich nicht, aber früher hieß es immer, hinter jedem starken Mann steht eine starke Frau. Heute ist es so, dass oftmals beide alleine stehen. Starke Männer, starke Frauen stehen oftmals alleine. Komischerweise stehen die gar nicht mehr so oft zusammen. Ich weiß gar nicht genau warum, da gibt es wohl so einen Clash. Und heutzutage ist es so, die Männer haben absolut die Hosen an. Aber auch nur, weil die Frauen sie ihnen aussuchen. So ist es eben. So, die Frau ist immer die Regierung. Findet euch damit ab. Zumindest im privaten Bereich. So, okay. Auf jeden Fall, das nur ganz kurz nebenbei.